Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Together DayZ. Euer Gastgeber ist wie immer Oberst Leo und Gunshot ist auch mit dabei natürlich. Jetzt werde ich euch die einzelnen Kameraden vorstellen. Und zwar direkt vor mir ist der Bounty Killer, das ist sein Codename. Dann hier der Honey als unser Scharfschütze und natürlich der Gunshot. So, folgende Lage, wir sind ein vierköpfiges Sondereinsatzkommando-Team, der von einer Insel, wo die Überlebenden überlebt haben, hierher geschickt wurden, um Berenzido und Lambermill von Zombies und überlebenden Spielern zu säubern. Hatte den Hintergrund, sie sind alle infiziert und mal sehen, was uns am Widerstand so entgegenschwappt. Zur Lage, wir befinden uns jetzt nördlich des Hafens von Lambermill. Hafengelände, was man so unschwer erkennen kann, wenn das. Und ja, wir bringen auf jeden Fall erstmal unseren Scharfschützen in Stellung und werden uns dann jede einzelne Straße vornehmen. Check. 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 Okay, ruhig zählen, wir fangen von links an. Check. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay, alle da. Gut. wie er sich selbst anzählt, jo, geil. Okay. Genau. Und zwar unser Scharfschütze, was? Ja? Drücken wir den taktisch vor? Ja, natürlich. Check. Unser Scharfschütze werden wir da erstmal da oben postieren auf dem Gebäude, um dann das Hafengelände zu überwachen und das Industriegebiet. So, wen werden wir natürlich gegebenenfalls nachziehen? Zur Vorhut, das werden ich sein und natürlich dann meine beiden Kämpfer für die mittlere Distanz. Und dann wollen wir mal sehen. Und es hat sogar aufgehört zu regnen. Ist das nicht schön? Bei dir? Dann wollen wir mal loslegen. Bei dir ja. Ja, bei mir schon. Bei mir scheint die Sonne aus dem... Naja, ihr wisst schon. Ich gucke mal nach. Warte. Nee. Okay. Achso, genau. Zur Ausrüstung. Ich habe eine M4 mit verschiedenen Aufsätzen. Natürlich dann hier mit den M68. Dann ein paar verschiedenen, mehreren 60er Magazinen. Moon bis zum Abwinken. Essen bis zum Abwinken. Und ein Revolver. Die anderen beiden mittlere Distanzkämpfer verfügen über eine SKS und natürlich über eine Mosin, was natürlich unser Sniper hat. So, wer ist jetzt links vom Gebäude? Bounty Killer. Gut, gehst du einmal links umfassend rum und dann... Check. Gucken wir das mal an. Sobald Feind auftritt, der bewaffnet ist, sofort feuern. Wenn er sich ergibt, wir haben keine Handschellen gerade im Moment, da müssen wir mal gucken, ob wir welche finden. Aber im Endeffekt werden die auch erschossen. Check. Ich weiß, ist jetzt nicht allzu populär, aber das gehört jetzt einfach zur Story. Bounty, wo bist du? Linke Seite Hafen, beobachte die Kräne. Check. Honey in Position? Check. Check. Gut. Gunshot, kommst du mit? Wir gehen erstmal noch die paar Hafengebäude hier lang. Wir prüfen das. Natürlich auf Zombies wird auch sofort geschossen. Das Ansteckungsrisiko ist einfach viel zu groß. Drücke weiter. Natürlich, ja. Nicht alleine, also wir sind ja natürlich nur so viert, also müssen wir das ein bisschen unter gegenseitiger Sicherung machen. Wir kommen aber jetzt zu dir. Okay, ich beobachte weiter. Check. Okay, wir müssen hier hinten dran laufen. Ein Zombie kommt auf mich zu. Ja, Notwehr erschießen. Die Entfernung. Ja, warte, ich sehe das gerade nicht. Ich glaube, ich hab... Achso, ich hab zu wenig. Hat ja ganz schön lange gedauert, bis der Gute da kopiert ist. Okay. So, rücke nach. Das war der Nemesis der Zombies. Genau, das war der erste Endboss. Ich überprüfe mal die Halle hier. Okay, die ist sauber. Loot interessiert uns gerade nicht. Gut, dann haben wir das hier erstmal gesichert. Drücken jetzt zurück und gehen dann über bei der Tankstelle über die Straße und werden von da an anfangen, das Wohngebiet zu säubern bis zur alten, bis zur kleinen Kirche. Und dann werden wir Honey gegebenenfalls nachziehen.
Sammelpunkt wieder bei der kleinen Mauer hier vorne, vor dem Gebäude. Hanni, du hast natürlich Feuererlaubnis auf alles, was du siehst, außer auf uns. Ich hab schon runtergezielt. Zombies natürlich, alle gleich ausschalten. Hanni? Jo? Feuer anmelden, wenn du schießt, ne? Ich schieße gerade. So, okay. Okay, Hanni, da ist ein Zombie die Straße runter. Weiter nach Süden. Den bitte mal ausschalten. Keine Sicht. Alle Sicht. Ja, er kommt auf uns zu. Ja, ich schieße. Oh nein, es kommt auf uns zu! Das sehr schön, sehr schön. Das müssen wir immer schreien, wenn irgendwas auf uns zukommt. Was war deine Anhaltemarke? 200 oder? 300, ja. Okay. Also, treff ihn, aber ja, ja, jetzt hat er sich doch dafür entschieden, umzufallen. Das ist schon mal nett. So, wir rücken jetzt weiter vor. Wir gehen erstmal hier hart Richtung kleine Kirche. Durch unter gegenseitige Sicherung. Zombie. Schieße. Oh nein, er kommt auf uns zu! Down. Noch einer. Okay, wir sind jetzt hier bei dem Schienenübergang. Hier rüber. Check. Ich zieh nach. Check. Hier ein Zombie. Hanni, du überwachst unser Vorrücken, ne? Mhm. Natürlich mal so in die Häuser reingucken. Jedes einzelne durchsuchen, zu durchsuchen ist natürlich jetzt ein bisschen zeitaufwendig, aber das werden wir nicht machen. In einer Hausecke. Eine Folge. Aufklärung. Bin beim roten Tor, sehe euch im Haus. Check. Bounty, überspringst du zum Eingang der Kirche da hinten, also beziehungsweise zum Tor? Ja, gib dir den. Laufe. Check. Da bist du, ich ziehe jetzt nach. Viele Türen sind sogar noch zu. Ja. Ich glaube, die kriegst du gar nicht auf hier. Doch, kriegst du auf. Ha! Okay, dann rücken wir jetzt in die Kirche vor. Oder zur Kirche, die geht ja leider nicht auf. Ich warte eben noch auf Morty. Ja, überwach mal sein Vorgehen. Okay, Kirche safe. Oh, Glückwunsch, Männer! Erstes Einsatzziel erreicht! Super! So, gut, Kirche gesichert. Als nächstes nehmen wir den anderen Turm ein. Ersatzposition für Hanni. Gut. Jetzt noch keine Feindaufklärung, also jedenfalls nicht lebende. Die Straße noch ein Stück weiter runter. Und dann gehen wir links.
In rechte Seite. Weg. Kann springen. Dann schon. Meine Bewegung ist gerade eingeschränkt. Rote Kette? Nein. Oh. Komm, die siehst du denn her? Immer erst schreien. Oh nein, sie kommt auf uns zu. Das war ein R. Diesen Notwehreffekt, weißt du? Pass auf offene Türen auf. Gar nichts los. Okay. Eingangstor ist sicher. Dani, du kannst als nächstes springen hier rein. Oder dann halt Bounty. Oh, komm du! Ich komm doch! Ich komm doch! Ich bin auf dem nicht ewig. Jo. Dani ist hinter dir. Hani, wie viele Zombies hast du schon? Null. Oh. Okay, dann kannst du jetzt vom Turm runterkommen. Check. Und dann kommst du zum anderen Turm. Vorgelände müsste feindfrei sein. Suchen wir mal den Aufgang hier. Geirrt habe und er doch nicht hochkommt. Hier ist eine Treppe. Und da ist auch noch eine Treppe. Also er kommt hoch, auf jeden Fall. Wir warten auf jeden Fall hier hinten beim Turm auf dich, also beim Boden des Turms, also Fuße des Turms. Check. Kommen wir über die Bahngleise zu euch. Sehe dich. Sehr schön, da ist er ja. Muss jetzt hier vorne hoch, die kleine Leiter und dann die große Leiter. Hier vorne, Honey. Hier. Weg. Bounty, kommst du zu uns? Gut. Jo. Dann lass uns weitergehen. Stopfen? Was stopfen? Ist schon jemand vorgelaufen hinter dem blauen Tor? Ja. Das ist Gunshot, Mensch. Ja, Mensch. Mensch. Habe ich nicht gesehen, dass er sich entfernt hat. Ja. Bist du zusehen? Die Zombie-Apokalypse dauert nicht ewig, ne? Ich will bis zum Abendessen wieder auf meiner Insel sein. Hier hinten ist das Herrenhaus. Position eingenommen. Check. Check. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Herrenhaus, gucken, ob da die Tür offen ist. Wenn die Tür offen ist, gehen wir auch rein. Ja, die Tür ist offen. Ah ne, das ist das kleine Fabrikgebäude hier. Herrenhaus ist dahinter. Ja, das ist dahinter, aber hier gehen wir trotzdem mal rein. Aber nur das erste Stock, also hier, ich bleib unten. Erdgeschoss. Ja, dann geht durch. Zum Herrenhaus Richtung. Vor dir. Schieße. Check. Bombe down. Nice. Nice. Ich hab jetzt Blick auf das Herrenhaus. Tür ist zu. Also ist da keiner drin. Links von euch bin ich. Ich muss neu laden. Okay, kein Problem. Tür links vom Herrenhaus offen. Okay, dann gehen wir doch rein. Ich gehe durch das nördliche Tor oder nördliche Tür. Sichere links. Hani, du spielst DayZ, wusste ich gar nicht. Ja, ich hätte das sonst auch nicht erwartet. Ja, ich bin total, total überrascht. Hier liegt eine Waffe, ein Schrot. Nee, stimmt gar nicht, ist keine Schrot. 95er oder so. Achtung, ich bin jetzt vorne im Haus.
Okay, nicht erschrecken, ich trinke was. Herrenhaus ist safe. Sammeln beim Tor. Außer Handy natürlich. Wir waren nicht am Einkaufsladen schon vorbei am Shop. Kontaktaufnahme. Check. Check. War da unten noch ein Supermarkt? Nee, hier unten nicht. Nein, ist hier nicht. Gut, dann gehen wir jetzt weiter Richtung Süden. Überprüfen halt die restlichen Gebäude von Lumber Mill. Von da aus gehen wir dann Richtung Berenzino hoch. Zeit 35. Da war es voll geschissen. Geht ihr beide links vom Gebäude lang? Check. Oder von der Häuser Stadtreihe. Ich hab das mal eingesehen. Soll ich rechts lang gehen? Also ich bin jetzt auf der Hauptstraße. Hinter ja, ich bin rechts von dir. Sieht dich gar nicht. Ach da. Ja gut, dann bleib, geh du rechts lang. Gut. Gunshot geht links und dann gehen wir jetzt geduckt. Türen sind hinten alle offen. Okay, check. Aber nur durch die Türen reingucken. Jedes einzelne Haus zu checken dauert zu lange. Jo. Oh, dich gesehen auf der anderen Hausseite. Ja, das ist doch gut, wir sind fast synchron. Hallo. Hallo. So. Okay. Mir stellt sich ein Hindernis da. Dann kommst du nicht weiter, ne? Dann komm zu mir auf die Straße. Doch, doch. Ich kann das Hindernis umgehen. Weg. Ich brauche mal Position an Angaben für euch, bitte. Warte. Hier sind jetzt, siehst du die beiden kleinen Silos? Also ganz kleine, also hier, Ich glaube, die werden vom Haus verdeckt. Ich glaube auch. Okay, dann gehst du eine neue Positionsangabe, da ist der Gunshot. Die linke erste Reihenhauskette. Siehst du, die geht in der Mitte, führt in der Mitte die Straße durch. Wie eine Allee. Check. Genau. Da in der. Am Ende dieser Straße sind wir gerade. Ja, genau, wir sind. Mich müsstest du jetzt sehen. Hier hinten. Ich sehe euch beide. Ich bin auf der rechten Seite. Nochmal. Check. Gut, dann würde ich sagen, ist Lumbermüll erstmal gegessen. Auf nach Berenzino. Ziemlich langweilig hier. Ganz spannend. Ganz spannend. Da. Ich bin runtergefallen, lol. Nee, ne? Meine Damen und Herren. Tot? Wir haben einen Nein. Mann verloren. Beine gebrochen? Wir haben einen Mann verloren. Wie traurig. Komm, wir gehen zurück, Hanni retten. Lebst du noch oder hast du die Beine gebrochen? Ich lebe noch. Beine gebrochen? Ja. Okay. Das wird jetzt ein Rettungseinsatz, Männer. So schnell wie möglich zurück. Leichtes Gepäck und scharfe Waffen. Viel Gepäck und scharfe Weiber, würde ich sagen. Oh, egal, nein. Check. Okay. Wir gehen die Hauptstraße. Stoße eins. Von rechts nach euch zu. Ja, warte, wir sind noch nicht vollständig. Whoop. Da ist er, da hinten. Okay, auf, wir haben gesehen. Okay, auf zu Honey. Wir müssen unseren Sniper rausholen, der ein kompletter Tollpatsch ist. Aber er kann, glaube ich, nichts dafür, wenn er von der Leiter glitscht. Nee, das kann er nichts für. Aber das ist auch sehr viel überlebt. Er schießt. Okay, schießt Feuer. Von wo kam das? Achtung, von hinter mir. Ich bin bewusstlos. Kontakt. Bewusstlos nur, Leute. Dominik, geh weiter. Ja, okay. Ich schaffe jetzt. Noch 200.
Kannst du sie sehen? Hast du die Leiche von ihnen im Auge? Kann von hier aus nicht sehen. Dann such dir mal eine Wechselposition und such, dass du die Leiche im Auge hast, aber halt gut getarnt bist. Ich liege mitten auf der Straße. Ja, ich weiß. Leiche habe ich fast im Auge. Okay, da ist er. Er will looten. Ei, haut Feuer. Den. Treff. Oh. Treff nicht. Gar nichts. Okay. Ich renne hinterher. Vorsicht, da ist ein Zombie. Ja. Du gibst mir Feuerschutz. Okay. Ich gehe jetzt hier links. Ich bin im Gebäude. Oh, scheiße. Wo ist er? Los. Hanni, Alter, willst du mich verarschen? Das bist du jetzt, ne? Ja, klar. Mein Gott. Dann nicht Hanni, hat dich jetzt erschossen. Nein, aber Hanni ist jetzt da, ohne gebrochene Beine. Warte mal, wo ist der Feind? Da. Ich bin nicht mehr bewusstlos. Bist du wieder am Leben? Ja. Okay, dann drücken wir jetzt vor auf ganz schon seine Position. Verstanden. Und versuchen ihn da rauszuhauen. Er ist in den linken Bereich geflüchtet. Ich gehe jetzt links von dem Zaun vom Herrenhaus. Sollst du alleine gehen? Ja, ich liege noch mitten auf der Straße. Nee, den nimm Hanni mit. Ja gut, dann Hanni, du kommst mit mir. Ich verschiebe mich ins Gras. Gut. Ich lauf zu dir rüber. Ich bin jetzt hinterm Herrenhaus. Hanni, komm. Da rennt sich jemand rennen. Ist seid ihr das? Das bin ich. Ich hab gesagt, ich komme auf dich zu. Gut. Lass. Okay. Ich kann rennen, das ist nicht das Ding. Ich brauche eine Deckung. Und ich stehe auf. Wo ist denn hin? Renn. Ich bin jetzt wahrscheinlich etwas links von deiner Position. Ich sehe alles verschwommen. Ich bin jetzt, ich drücke euch den Rücken zu. Ich renne ins Herrenhaus, in die Fabrik rein. Ja, check. Du bist dann im Safe, also im sicheren Bereich. Der wird sich wahrscheinlich irgendwo in den Häusern postiert haben. Einer muss mir gleich einen Sellenberg geben. Bitte. Wer hat von euch einen Sellenberg? Warte, ich bin auf dem Weg. Gut, dann frisch ihn erstmal auf. Wir halten hier erstmal die Stellung. Ihr habt aber noch die Augen auf Türen und so eine Scheiße, ne? Ja, das muss Matthias jetzt machen. Hanni, du hast... Er ist hier. Nimm deine Waffe wieder auf. Nein. Hab ihn. Ja? Ja. Ist er tot? Ja. Ja, sieh, gleich ist er tot. Wer hat noch geschossen? Wir schießen hier nicht. Wir schießen nicht. Ich bin nicht hoch, ich hab grad einen Schuss gehört. Ja, hab ich auch gehört. Ich auch. Okay, der Spieler ist down. Hanni, hast du alles im Blick hier? Lass uns erstmal sammeln. Sammeln. Eure Positionsangabe. Gut, warte, wir kommen jetzt zurück. Wir sammeln erstmal. Die sind im Maschinenraum. Ja, ja. Der ist aber nicht safe, hier ist er allen Seiten offen. Ja, dann geht ins Herrenhaus. In den ersten Stock. Da sind wir auch gleich. Hier, erster Stock, komm hoch. Ganz oben in die Ecke. Hier, Hanni, kommen durch die Tür. Wir sind oben. Ja, wir gehen auch. Ja, wir sind jetzt im Erdgeschoss. Ja, du musst den Sellenbeck jetzt in die Hand nehmen und mich angucken und dann steht da irgendwas und dann drückst du halt die Benutzen-Taste. Wenn du mich anguckst okay, dabei. Ja. Okay, ihr seid im anderen. Ja. Ja, okay. Kommst du, Anni? Komme. Ja, ich warte, bis das Ding hier auf, bis mein Erste-Hilfe-Paket aufpappt. Ja, ja, alles klar. Dann verstehen wir nicht das gleiche unter Herrenhaus. Nein, Hanni, ich bin draußen. Komm, beeil dich. Wir sind in dem Haus mit den Maschinen, mit den Drehwänden. Ja, genau. Ihr seid im kleinen Industriegebäude, in einer kleinen Fabrik. Ich sehe dich. Da bin ich. So, wie geht das jetzt mit diesem, ich fahre mit dem Sellenbeck? So, du nimmst den Sellenbeck in die Hand. Ja. Und jetzt guckst du mich an. Ich hab das im Rücken. Und dann müsstest du F drücken. Okay. Und dann kannst du mir das Ding geben. Jo, machst du. Sehr geil. Ich danke dir. Ab nach oben. Komm. Sag bitte, wenn ihr die Treppe hochkommt. Ja, wir kommen jetzt gleich die Treppe hoch. Komm jetzt die Treppe hoch. Hey, meine Damen und Herren, wir sind auf den ersten Widerstand der hiesigen Bevölkerung getroffen. Total unprovoziert, muss ich sagen. Wir haben bis jetzt nur Zombies erschossen.
Du brauchst so ein Nähzeug, Matthias. Sieht irgendwie kaputt aus. Nee. Meine Weste ist nur komplett im Arsch und in meiner Weste war natürlich meine Pistole. Na toll. Ja, ist egal. Gab's bei dem anderen dann was zu looten? Ich hab den noch nicht gelootet. Außerdem, glaubt, der hat einen Schrot, ne? Oder irgendwas hat er. Ja, sonst bin ich ganz glimpflich davon gekommen. Nee, die TTS. Kacke. Er hat meine TTS-KO-Jacke auch zerstört, aber der Inhalt ist noch heile. Ja, dann behalt's doch erstmal an. Ja. Wer ist hier gerade? Achso. So, kommen wir mal rein und gehen mal rauf. Check. Hey, yo. Hallo. Also die Mugen kannst du mitnehmen aus der 45er, ne? Oder was hast du davor? Hm? Wenn der Rest da jetzt weggeschmissen. So, dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal einen Cut, wa? Cut, yo. Oh gut. So, meine Damen und Herren, beim nächsten Mal geht's natürlich weiter bei der Säuberung von Berenzino. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Oberst Leo, euer Gunshot, euer Bounty Killer und euer Honey.